Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Es ist endlich soweit. Ich habe es zum Laufen gekriegt, das neue Update Version 243. Es ist rausgekommen. Man sieht es auch da schon, sehe ich gerade. Haben die gesamte Insel? Also, ich weiß ja, dass Ruinen mit eingefügt werden sollten. Ne? Also, Redwood-Biom ist draußen, nur mal so eben. Ich wusste nicht, dass die überall was hinstellen. Genau, Redwood-Biom ist auf alle Fälle draußen. Super cool. Ich nehme es einfach mal mit. Wo wir uns auch gleich hinbegeben werden. Wir werden uns die Neuheiten anschauen. Was gibt es an Engramm? 280? Ich frage gerade mal nicht. Ich weiß gerade nicht, wo die herkommen, weil. Hä? Okay, hier beginnt die Mod-Reihe. So, es sind die neuen Plattformen draußen für die Redwood-Bäume und so weiter. Das heißt, wir können uns jetzt im Redwood-Biom was Neues aufbauen. Ich kann was Neues zeigen. Wunderbar. Sollte jetzt irgendwo hier. Sollte es jetzt für das Redwood-Biom. Da. Sollte es jetzt. Wooden Tree Platform. Das ist very interesting. 28 Punkte. Aber ich nehme sie auf alle Fälle. Ist es schon alles? Kann man sozusagen den ganzen Rest mit den Standardsachen bauen? Das könnte ich mir vorstellen, dass es im Bereich des Möglichen ist. Was haben wir hier noch? Übersehe ich gerade irgendwas? Ich freue mich so auf die neuen Sachen, Leute. Ich freue mich, ich freue mich. Es wird so cool. Anlernen, die muss ich alle noch lernen. Die Glaswände. Den Generator brauchen wir eh noch. Ich gucke nur mal. So. Ich weiß, ich verbrate gerade Punkte in Sachen, die man schon kennt, aber es ist gerade ein bisschen egal. Ich gucke mich nochmal sicherheitshalber um. Aber ich glaube, wir haben es wirklich. Sieht mega gut aus. Hier unten kommen eh die ganzen Mods. Lass uns nachschauen gehen, würde ich sagen. Lasset uns nachschauen. Ich freue mich so auf die neuen Biomes. Der Dragon Mod ist schon wieder geupdatet worden. Ich hatte jetzt 2 Stunden gebraucht. Das Update ist immer wieder verschoben worden. Wer es verfolgt hat, das war nach amerikanischer Zeit, war das erst mitten in der Nacht. Dann irgendwann hieß es 5:15 Uhr nach denen ihrer Zeit. Das wäre bei uns ja dann dementsprechend später gewesen. Und wurde es immer weiter verschoben. Und am Ende ist es nach unserer Zeit 14:15 Uhr rausgekommen. Wo ich dann aber gar nicht mehr mit gerechnet hatte, muss ich sagen. Ich hatte eigentlich gedacht, die verschieben es eh nochmal um 1 Stunde oder so. Dann habe ich erst 10 vor 3 reingeschaut, dann habe ich gesehen, dass sie doch geupdatet haben. Kurz vor 15 Uhr. Und da musste ich natürlich sofort reagieren und meine Server vorbereiten. Das war natürlich notwendig. Musste ich erstmal das Spiel updaten mit 3 GB, dann musste ich natürlich den Server updaten, dann musste ich den Server zum Laufen kriegen mit dem neuen Update. Das dauert immer ein bisschen. Jetzt ist es 17 Uhr und ich werde natürlich jetzt eine Folge aufnehmen, die ich auch heute noch raushaue, auf alle Fälle. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich mal eben den Drachen oder so. Oder nehme ich jetzt einen Flugsaurier? Level 106. Ach, der Sarko. Ach ja, stimmt. Genau. Ja, nehmen wir den Flugsaurier, nehmen wir Nick. Ist eigentlich echt egal. Wir wollen nur mal hin. Ich würde sagen, wir nehmen wirklich mal eben den Drachen, damit wir schnell da sind. Ich möchte jetzt nicht so viel Zeit der Aufnahme hier verplempern. Ich möchte da hin. Ich möchte da unbedingt hin. Ah, er muss erst noch laden. Das ist auf alle Fälle. Man sieht ja schon die Bäume. Das ist definitiv Redwood. Definitiv das neue Redwood-Biom. Und der Titanosaur ist natürlich jetzt die Sache Saurier-mäßig, ne? Hat der Server jetzt hier großartig resettet? Da hüpfen noch Frösche rum. Da muss man eben kurz nachladen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er die Saurier hier teilweise resettet hat dafür. Hat doch ganz schön lange gedauert, den Server neu zu laden nach dem Update gerade eben. Aktuell sind auch die offiziellen Server am Updaten. Wir haben natürlich gleich schon wieder 2 Bugfixes rausgebracht innerhalb der ersten 2 Stunden. Ja, die Schlangen laufen jetzt ins Redwood-Biom und es sieht definitiv geil aus.
Oh, die Lichteinfallswinkel hier, das sieht natürlich mit diesen leichten Nebel hier drin, oder besser gesagt so mit den Sonnenstrahlen. Oh, perfekt. Das haben die perfekt hingekriegt, Alter. Das haben die perfekt hingekriegt. Na gut, sie haben auch lange dran gearbeitet. Jetzt natürlich die neuen Ruinen, alles jetzt mit drin. Alles, was versprochen wurde. Es gibt jetzt natürlich ein riesiges neues Gebiet zu erkunden. Hier, wo wir sind gerade, ist der Beginn. Diese mittlere Insel ist komplett ausgetauscht worden. Ey, cool, das ist der Wasserfall aus dem Trailer. Ja, mal ehrlich, Leute, das sieht doch mal wirklich geil aus. Da ist uns sofort ein Spino gespawnt, der vor irgendwas wegläuft, wie es aussieht. Könnte das doch. Wer könnte einem Spino sofort Verletzungen zufügen? Ein Titan? Das wäre mega, wenn wir jetzt sofort einen Titan sehen würden. Er hat auf alle Fälle was abgekriegt. Ich bin gar nicht mehr mit meiner Steuerung hier gerade. Welches Level hat der? Hat er ein hohes Level und ist verletzt? Level 40. Level 40 mit Verletzungen. Da sollte man nachgucken, was diese Verletzung hervorgerufen hat, oder? Oh, jetzt so einen Titan zu finden, das wäre natürlich der Hammer. Den weiß ich ja jetzt schon, dass ich in dieser Aufnahme loslegen muss. Das ist aber ein ganz normaler. Habt ihr neue Farben? Sage ich jedes Mal. Ich habe bei manchen immer das Gefühl, dass sie die Farben immer noch weiter verbessern. Oh, guckt euch diese Grafik hier an. Das sieht so geil aus, das neue Biom. Das ist einfach der Hammer. So, wir gucken uns mal um. Das ist nämlich die große Frage, ob hier wirklich sofort die neuen Saurier spawnen. Hier unsere Hütte. Unbelievable, sie steht noch. Sie war hier da oben auf dem Berg. Das heißt, zufälligerweise wurde hier höhentechnisch nichts angeglichen, wie es aussieht. Aber das ist ja mal lustig. Ich hatte doch gesagt, wir lassen die als Experiment mal stehen. Wir haben eine Starthütte mitten im Redwood-Biom. Das ist doch mal cool. Einfach so, so eine Art Save Point hier mal mittendrin. Und das ist sogar ein ziemlich guter Punkt hier. Gefällt mir. Es wäre natürlich nur noch so geil, so einen Titan jetzt zu finden sofort. Ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Das sind hier alles Brontos. Diplodokus haben wir auch noch nicht gesehen. Der ist auch noch nicht gespawnt hier auf dem Server. Was bist du denn? Ein Felsen. Alles klar. Der Berg ist noch unberührt geblieben. Den haben sie also so gelassen. Sie haben nur die neuen Bäume hingestellt. Der läuft vor ein paar Dilos weg. Wir gucken uns einfach mal die Sachlage an. Jetzt müsste ja hier ist ja immer noch das andere Biom. Haben die jetzt eigentlich den Fluss dafür abgeändert? Obwohl der Fluss war ja die Grenze. Wir hatten ja letztes Mal in den letzten Aufnahmen noch die Linien gesehen. Also ich nehme jetzt wirklich nur den Drachen. Ich will mich hier zu Fuß umgucken, auf alle Fälle. Und die neuen Saurier suchen. Es ist sehr gut umgesetzt. Sehr, sehr gut. Oh, es ist so cool. Wir sind hier an der Grenze. Da ist ein Alpha. Raptor höchstwahrscheinlich. Jo, ist ein Alpha Raptor. Ist natürlich jetzt ungünstig mit den Drachenspawns, dass sie ja jetzt immer Drachenspawnen. Die machen uns natürlich teilweise immer das Leben zur Hölle. Sobald man hier reinfliegt, hat man tatsächlich dieses Redwood-Feeling im Sinne von, dass es das auch so rötlich wird, oder? Ja, doch. Doch, doch. Ich glaube, die sind neu gespawnt. Ich glaube, der Drache. Ich habe den Drachen auch noch nicht gehört. Level up. Der Drache, achso. Der Drache, der hier vorne rumlief, den höre ich auch nicht mehr. Ich vermute tatsächlich gerade mal eben so, dass die gelöscht wurden, die Saurier, die Wilden, die hier rumliefen und jetzt gerade ersetzt werden gegen neue. Ein paar Spawns hier. Wir werden hier unbedingt, werden wir hier natürlich zu Fuß langlaufen und werden uns diese ganze Sachlage aus der Nähe anschauen. Ein T-Rex, auch gut. Haben wir überhaupt schon einen? Nee, ne? Nö, wir haben gar keinen T-Rex. Was ist das für eine Challenge? Meine Saurier-Fang-Challenge, die ja eh immer. Das ist halt der Vorteil, da der immer mehr eingefügt wird, ist die Challenge noch lange nicht vorbei. Oh, dieses Biom ist so cool. Wir fliegen hier nochmal durch, weil ich immer noch leise Hoffnung habe, dass wir vielleicht so ein Titano spawnt. Boah, krass ist der. Oh. Das sind wohl ein paar mehr Dilos.
So, machen wir mal. Alter! Also, wenn dir diese Liste, die hier gerade aufgeploppt ist, da kommt auch noch eine ganze Armee Chompies. Also, wenn dir die alle zu Fuß begegnet wären, dann hättest du aber hier. Wow, guck dir das mal an. Dieser ganze Haufen hier. Krieg ich da irgendwas? Boah, ich kann gleich nicht mehr laufen bei der Menge, Alter. Da kriege ich richtig auch. Na gut, das Raid sieht aber sehr, sehr gut aus. So, Redwood-Biom. Hier wird auf alle Fälle dieser neue Titan spawnen. Ich schätze auch mal nicht allzu häufig, weil das allein durch die pure Größe dieses. Der muss ja auch die großen Bäume hier, der kann ja alles ummähen, ne? Ob das hier so ein bisschen so die Wanderpfade von dem darstellen soll, ob sie sich das wirklich so gedacht haben, das wäre ja zu cool, wenn der so ein bisschen auf den Pfaden laufen würde, die er sich so geschlagen hat. Das wäre schon nice, aber das glaube ich leider nicht. Er wird einfach so random hier drin rumlaufen. Es gibt natürlich eine Sache, die wir mal eben testen müssen. Kann ich nichts dran ändern. Kann es wirklich sein, dass die. Ich wollte gerade sagen, sind die jetzt nicht fällbar? Doch, sind sie. Das wäre ein bisschen komisch gewesen. So, wir haben auf alle Fälle die neuen Plattformen. Können wir hier richtig was machen? Auch eine Frage, werden die an einer festen Höhe ange. Oh, cool. Werden die an einer festen Höhe anmontiert an den Bäumen oder. Wie teuer ist denn so eine Plattform? Kann ich die directly hier bauen oder wird die irgendwie. Puh. Gelernt habe ich das in Gramm, denn hätte es jetzt ganz oben sein müssen. Ist aber nur mal die Modliste drin. Wo haben wir sie denn? Die war doch hier an der Außenseite. Da, Plattform. Crafted at Smithy, okay. Hier machen wir eben ganz kurz zu unserem Häuschen. Frontos. Ich hoffe ja immer noch auf irgendwas Neues, aber wir hätten jetzt eh nicht genug dabei, um irgendwas zu zähmen. Eigentlich wollte ich doch nur gucken, auf was du stehst. Attacking Target, das ist in Ordnung. So soll das sein. So, Smitty, ich möchte nur gucken, wie teuer. Structures interessiert euch bestimmt auch. Crafting, nee, Defenses to Wood. Das ist die Plattform. Was? Ja, das gibt ja völlig neue Möglichkeiten. 1600 Holz, 200 Metallbarren, Cementing Paste 600 und 600 Fiber. Die machst du nicht mal eben so. Auch mit den Geräuschen ist cool, mit den Vögeln und so hier. Neumoderne Vogelmusik fällt mir gerade so auf, ne? Obwohl wir hier ja in der Saurierzeit sind. Ich hatte mir das fast gedacht, dass das einfach nur übertrieben große Büsche zum Abernten sind. Krass. So. Bevor hier jetzt die richtig fiesen Viecher in dem Wald spawnen, da ja, wie man gerade merkt, die Spawnrate erst sich erholen muss, ist es jetzt gerade die beste Möglichkeit, sich den Wald einmal anzuschauen. Das wird interessant. Ich glaube kaum, dass ich den wiederfinden werde. Die Hütte hier. Ich muss mich erstmal orientieren. Neue Gebiete kennt man ja erstmal noch nicht. Oh, saugeil. Ey, was haltet ihr von dem neuen Biom? Euer erster Eindruck hier, was ihr hier gerade seht? Das ist doch wohl super. Oder findet ihr das nicht? Super umgesetzt, muss man echt sagen. Hat sich auf alle Fälle gelohnt, dafür hier diese Ebene hier wegzumachen, die hier auf der Mittelinsel war. Ja, die Bäume sind super. Das lohnt sich mega, hier auch rumzulaufen. Fühlt man sich wirklich mega klein. Jetzt halt so ein Titan hier drin spawnen, Alter. Das wäre. Ja, die Flächen hier sind wirklich groß genug für so ein Vieh. Oh, jetzt können wir uns das gleich noch per Regen hier anschauen. Wunderbar. Die Sonne ist noch da in diese Richtung. Sieht einfach cool aus. Jetzt verschwindet sie langsam. War in die Richtung unser Dragon. Ja, ich will nur mal. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu orientieren. Also wenn ich jetzt noch nicht allzu weit weglaufe,
versuche gerade so ein bisschen die Ecke hier zu verstehen. Der ist erst noch ziemlich weit oben. Einfach cool, muss man echt sagen. Jetzt müssen wir eigentlich nicht allzu lange warten. Mit der Zeit spawnen hier natürlich jetzt die neuen Saurier. Also der neue vor allen Dingen, wenn der hier spawnt. Oh, das wird so toll. Vor allem, wie viel Narkose braucht man dafür? Und tamet man ihn mit Narkose? Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ich habe mich noch nicht gespoilert. Der neue See da unten ist auch sehr nice. Dem Spino da unten. Ist das ein Spino? Ja, das müsste der sein. Sehr, sehr nice. Oh, sieht das krass aus. Oh, das ist ein bisschen überlichtet gerade. Oh, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Wie geil ist die Animation von, also dieser Lichteinfall da hinten denn bitte gerade. Das haben die super gemacht. Das haben die super gemacht, die Lichteffekte und das Ganze. Ich wollte ja. Also mit dem Future Risen Mod wollte ich woanders bauen. Das hatte ich mir ja schon überlegt. Und da hier, das ist viel zu geil, um hier nicht zu bauen. Also hier eine Base ist ja wohl Pflicht, oder? Das ist wohl absolute Pflicht. Sieht so krass aus. Die Enten da einfach, die Strahlen. Sind das draufgesetzte Texturen? Es kommt mir gerade so vor, als ob sie die so ein bisschen einfach so in die Luft gesetzt haben, dass diese Effekte hier auftauchen, die natürlich super aussehen. Huch. Ist zu steil zum Laufen. Bis jetzt spawnen hier nur Pflanzenfresser drin. Interessant. Ich hatte eigentlich damit gerechnet. Könnte es jetzt sein, dass hier drin Gigas spawnen? Jetzt mit dem neuen? Also ich weiß nicht, was jetzt für Spawn. Was sieht cool aus. Sieht aus, als ob die Bäume so nass wären oder sowas, durch dieses Rumgeglitzer. Das hat echt was. Gut, Schluss mit der Rumgespielerei. Ist das Ding jetzt hier endlich unten angekommen? Ich glaube ja, es ist so überhellt, dass ich gerade nichts sehe. Ah, Parasaurus Blueprint Sattel. Es ist hoffentlich kein Standard, sondern ein besserer, oder? Nein, es ist ein primitiver. Muss das sein? Denkst du mal, ah, kommt vielleicht mal ein bisschen was Besseres bei rum, aber nö. Gut. Fliegen wir noch mal kurz beim See vorbei. Der ja auch in den Trailern sehr gerne als Vorbild genommen wurde, also hier als Vorlage zum Angucken. Der Bronto steckt fest. Das ist schon der erste Raptor, glaube ich, ne? Da hinten rechts. Also wir haben ja schon andere kleine gesehen. Ja, da läuft ein Raptor. Alles klar, so langsam wird die Welt hier bevölkert. Ich schätze mal, wenn wir jetzt einmal nach Hause fliegen und wiederkommen, laufen hier schon ganz andere Saurier rum. Das ist jetzt natürlich direkt nach dem Serverload hier gleich rein. Oh, sieht das. Ein Terrorbird, ernsthaft? Mehrere Terrorbirds. Ganz viele Terrorbirds. Oh, wie cool ist das denn bitte? Ich habe die immer gesucht. Zwölf Narkosepfeile, das bringt mir herzlichst wenig. Und das ist alles ziemlich Schrott und so, ja. Oh, ist cool. Ist der weiß? Der ist weiß. Aber wovon war der Spino so verletzt? Oder war der hier schon und der ist jetzt verletzt worden sozusagen, weil er durch das Biom-Update sozusagen vom Biom verletzt worden. Wisst schon, wie ich das meine, ne? Er ist sozusagen auf der Stelle, wo er positionstechnisch stand, war die Welt plötzlich ganz anders. Aber andererseits gesehen kann ich mir das kaum vorstellen. War hier vorher Wasser? Wo sind wir denn jetzt hier? Was war denn hier an dieser Stelle? Ich weiß es nicht. Naja, jetzt bin ich echt gerade am Überlegen, wie mache ich jetzt am taktisch sinnvollsten weiter. Ich wollte es auf alle Fälle jetzt einmal schon mal gezeigt haben. Wenn die Folge vielleicht ist. Das ein neuer. Da ist hier die Diplodocus? Diplodocus, ne? Hier der. Boah, es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich kann den nicht grabben damit, oder? Wäre ja mal mega übertrieben.
Greift der an? Nee, oder? So ein normaler. Also ich habe ihn jetzt ja nur grabben wollen. Das war jetzt ja kein Angriff. Hätte auch eigentlich gar nicht gehen können. Also die Ruinen auch sehr geil. Jetzt haben die Original-Map auch die ersten Ruinen. Es ist tatsächlich soweit. Ah, dass jetzt auch bei uns vorm Haus ein Stück Ruine steht. Das wiederum hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Ich glaube, der greift uns tatsächlich an. Oder er schubst uns einfach nur weg. Aber ich glaube, der greift versucht uns anzugreifen. Also Schaden nehmen wir nicht. Es ist jetzt einfach nur. Hallo. Was versuchst du? Versuchst du mich wegzuschubsen? So, jetzt, ich wollte sagen, ich kann nicht landen. Das sieht aus wie eine. Also er schubst uns weg, wie es aussieht, aber er macht uns keinen Schaden. Ich habe mich um die auch noch nicht gekümmert. Ist das jetzt, weil wir einen Drachen haben? Sieht lustig aus, auf alle Fälle. Aber wenn er Schaden machen würde, würde er es doch jetzt machen, oder? Ich glaube eher, das schubst uns einfach nur zur Seite. Schon nice. Ah, ich würde jetzt so gerne verschiedene Saurier tamen und würde. Ach, ich würde so viel gerne machen. Das ist so schwierig. Und vor allen Dingen, es ist nicht allzu weit von zu Hause weg. Von unserem ersten Zuhause, sagen wir es mal so rum. Müssen ja nur da hinten rüber. Das ist sehr, sehr nice. Oh, es sieht so geil aus. Das sind tatsächlich so Texturen, die da reingesetzt sind in dem Wald. Aber es sieht Hammer aus mit den Lichtstrahlen da. Es unterstützt die Sonne nochmal und lässt den Effekt noch viel besser aussehen. Oh, mehr als ein Level ab? Wovon? Egal. Wovon? Egal. Ganz einfach. So, ich konnte zumindest das Redwood-Biom zeigen. Ich werde jetzt wohl die Aufnahmesession dann gleich ein bisschen weitermachen, aber jetzt diese Folge werde ich jetzt kurz mal eben dann rendern und raushauen, damit die für heute gleich rauskommt. Es ist jetzt 17:30 Uhr. Das heißt, das Rendern wird locker nochmal 40 Minuten. Dann nochmal Upload 40 bis 50 Minuten. Oh, das wird ein bisschen dauern. Aber die Folge kommt heute Abend auf alle Fälle raus. Und danach muss es ja noch von YouTube verarbeitet werden. Naja, ihr wisst da Bescheid. Bei mir ist es jetzt 17:30 Uhr und die Folge ist soweit beendet. Ihr habt das Redwo. Ja. Ihr habt das Redwood-Biom jetzt bei mir gesehen. Wir werden da jetzt auf alle Fälle was mit anfangen. Ich weiß noch nicht genau, was ich überlege mir was. Da drin jetzt erstmal bauen und doch nicht meinen Futurism-Plan. Auf alle Fälle, der neue Wald muss genau erkundet werden. Und die ganzen Sachen, was da noch so drin ist. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von ARK. Also bis dann. Ciao.